guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen weiteren Video bei dem sehr beliebten Markus Brandt. Der Flo hat gestern ein Thumbnail gemacht, was wir nicht benutzt haben. Was aber trotzdem es wert wäre, es ganz kurz. Nein? Das können wir machen. Einmal kurz rein. So. War da eine kurze Lachattacke bitte im Auto. Sagen, dass ich das in 10 Sekunden so, am Handy gemacht habe. Das stimmt. Er hat es ungefähr in 13 Stunden am Handy gemacht. Das stimmt. Hey. Wir sind bei MB Design und ich freue mich. Ich finde es gut, dass ich hier bin, weil heute wird dieses Auto sich massiv verändern. Weil wir waren gerade noch am Auto außen. Da habe ich noch gesagt, der Unterschied, der heute passieren wird bei diesem Auto, der ganze Auftritt, die ganze Anmutung wird sich so ändern. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, bei einem über 700 PS Ferrari mit Keramik, Bremse und allem drum dran, was ist das? Nicht gut. Und was ist das? Also, das ist einfach echt nicht geil. Und das werden wir alles ändern. Jetzt gehen wir rein. Wir humpeln rein. Ja. Richtig, Flo? Ja. Ja, es ist sehr anstrengend. Gerade jetzt geht es bergab. Da ist er. Sieht ja richtig urlaubsmäßig aus. Ja, ja. Ich habe extra mal einen Zopf gemacht heute, weil die Haare immer so blöd im ersten Video rumgefallen sind. Ja, das passt sogar auch zum Anfang vom Video gerade. Weil der Flo hat sich nämlich ein Späßchen erlaubt mit uns beiden. Ja? Darf er es vorher sehen? Ja, klar. Guckst du gerne Filme? Ein ganz lustiger Vogel. Der Typ ist komplett fertig. Geiler Typ. Er hat sich das hier erlaubt. Das ist ein. Hat nichts zu tun, ganz klar. Nein. Dafür bist du noch bezahlt. Wir saßen zusammen im Auto, wir sind wohin gefahren. Boah. Ja, es fehlt noch leider, weil einer gepennt hatte. Hier kommt ja noch ein Ring dann drauf. Weißt du, so ein Kleber, dass es größer wirkt. Ah. So ein Color Trim, dann wird es noch in Blau. So ein Farbring. Ja, hier genau. Hier irgendwas, das muss jetzt erstmal designt werden. Dann hier Riviera Blau, der Streif durchgezogen noch. Und dann fertig. Achso, da ist da. Oder kommt da noch was? Nee. Mal gucken. Hi, ich bin Marco. Hi, grüß dich. Servus. Hallo. Ich habe auf der Hinfahrt gerade noch rumgedrübelt für so ein Projekt, was wir nächstes Jahr so machen können. Ich habe es schon einfach so ein bisschen angekündigt. Was mit dem... Okay. Und da wollte ich fragen, wie breit kann man denn so Carbon-Schüsseln machen? Boah, die ist 13,21. Aber größer, Benni, gibt es... 13,22. Doch, 13,22 gibt es. Und 13,20 auch? 12,5, glaube ich. Nee, so als Idee so. Okay, dann machen wir los. Ja, was machen wir? Viel Spaß. Da war jetzt gerade wieder was Typisches, was bei YouTube bei uns eigentlich nicht kommen will. Ihr habt noch einen zweiten Radsatz. Wir haben einen zweiten Radsatz von TÜV. Genau. Das heißt, den können wir filmen, wie es auch lackiert wird. Genau. Dann können wir uns das mal angucken. Der Rucksack erinnert mich doll an meine Schulzeit. Wollen wir ablegen irgendwo? Nö, ist ganz geil. Nee, den brauchen wir. Kannst du dich mal ein bisschen beeilen, Flo? Genau. Jetzt geht's bergauf, was auch wieder ziemlich schwierig sein wird. Dieses ständige Hinterhergehumpel geht mir auch im Sack. Ach, ich glaube, ich fühle mich nach einem gelben Schein gerade irgendwie. Ich glaube, ich fühle mich nach einem Tritt in die Fresse. Kannst du gerne haben. Darf man das hier sehen? Ist das ein Kundenrad? Darf man anfassen? Ja. Da finde ich geil, die tiefe Speiche so ein bisschen. Ja, gell? Mann. Das ist geil. Schlicht. Das lackiert, das sieht, glaube ich, richtig geil aus. Schlicht, ja, ist gut. Und dran bauen, wenn das alles so siehst du, wer die Steadicam-Arm da auspacken will? Ah, da sehe ich doch was. Zweimal fertig lackiert. Zweimal lackieren wir noch. Dann können wir in relativ kurzer Zeit sehen, wie es lackiert wird und fertig aus. Aber wir lackieren ja Klarlack. Klarlack, ja. Ja. Ja gut, das ist ja aber in dem Fall ja weißes Pulver, was dann klar wird. Erst. Ach, ehrlich? Erstmal ist der ganz weiß. Das ist Acrylpulver. Also sehen wir, die Felge geht einmal weiß. Genau. Wow. Hallo. Da sind die schon. Das sind deine, ja. Also einmal Vorderachs, einmal Hinterachs. Aber mal ohne Spaß. Das sieht ja wirklich aus. Ja, aber guck, also. Aber immer wieder verrückt, wenn man den Stern so separat sieht, ne? Sieht die Felge ja, wenn man so sieht, nicht groß aus. Nee. Also bei dem E3, das ist ja ganz schlimm vorne. Deswegen ist ja der Rand da drauf. Das sieht so klein aus. Nee, aber auch jetzt so der Stern, oder? Das ist ja so klein. Das ist ja kein kleines Rad. Ja? Nee. Wobei hier geht's wieder, finde ich. Ja, geht, aber das sieht schon klein aus. Ja. Das ist 21, 22. Genau. Boah. Gut, dann hat Bett, Stufe, Reifen. Ja, klar. Ja, das ist schon hier, ne? Ja, am Ende da. Ist dann, ja. Macht schon nicht was aus.
Man wirst ja später sehen. Ich glaube schon, dass es lädt. Das ist ja auch sautief, habe ich eben gesehen, dass du angekommen bist. Nö. Das ist ja richtig tief. Aber es ist mit Hydraulik. Ja, alles. Hast du gezeigt. Ja. Aber es steht richtig geil. Ja, sieht ja mega aus. Ich habe gerade auch schon gesagt, also der Unterschied am Ende von diesem Video, von dem Auto jetzt. Genau, muss man mal vorher, nachher. Also, das Sicherheit das, mega das ist gut. So ein Wachstum, weil wann machst du denn mal wirklich 2 Zoll? Ja, das mit dem hinten ist extrem. Ja. Aber es ist halt auch extrem. Ist original. So ein Gummi da. Ja, und das Rad da noch ganz, also ganz schlimm. Auto geil, aber so das Paket. Auto ist richtig geil. Ich bin so gespannt später, wenn wir das montiert haben, wie es aussieht. Ich glaube, das wird richtig gut. Also ich bin so gespannt auf die Einfahrtstiefe. Ja. Wo sitzen wir? Ich hoffe, ihr habt alle Anweisungen. Hast du probiert? Ich hatte es ja mal schnell durchgegeben noch, beim, was wir gemessen haben. Also ich hoffe, das wird nicht irgendwie Zahlendreher oder so. Hatten wir jetzt, bei einem anderen Thema. Also nicht wir produziert, wir auch nicht die Daten gegeben, aber der Claudio war einen Tag lang so dermaßen sauer. Kannst du dir nicht vorstellen. Und die waren, so wie ich mitbekommen habe, ich habe das Telefon nicht ganz mitbekommen, aber das ist ja, das kennt ihr auch, die jetzt zuschauen, dass so eine Firma sich erst wehrt. Also, und das kann nicht sein. So, genau, kann nicht sein. Das ist ja Schwachsinn. Da ist irgendwas eigenartig am Auto oder sowas. Das kann, also ich kam rein und das war so krass, dass ich gelacht habe. Also irgendeine Excuse? Ich habe gelacht. Und ich hab gedacht, und das Gutachten, es waren 2,95 drauf, das Gutachten sagt sogar, es wird sogar 305er gehen. So, ich konnte so viel Lauffläche sehen. Ja. Lauffläche sehen. Und vorne war das Rad so tief drin. Also was hinten zu viel war, hat vorne gefehlt, genau. Und das war so eigentlich. Genau. Kann passieren. Aber wie gesagt, irgendwie zu sagen, genau. Sein Auto ist falsch gebaut. Nee, das Schwachsinn. Nee, da war der. Aber ich bin gespannt, also wie es steht. Ja, ich hoffe, es passt alles. Ich auch. Sollen wir mit hochfahren? Wie stoppst du jetzt auf Ball nochmal? Das wird jetzt hier gar nicht gestoppt. Gar nicht? Nee. Ich läuft jetzt hier komplett durch. Ja, der Takt ist relativ langsam. Mit ein bisschen Übung geht das oben stoppen. Staubeinschlüsse! Warum fährst du jetzt runter, damit der Winkel besser ist? Ja, ich schütze hier einfach. Einmal schön rumkommen. Drehen ist praktisch. Das ist gut. Und die Auflagefläche der Schrauben, wenn die Lack bekommt, das ist ein Problem? Ja, wir haben Stopfen da. Oder was meinst du, zieh ich? Ja. Nee, das ist kein Problem. Wir haben jetzt hier für die Schrauben, für die Sterne haben wir Stopfen. Da darf natürlich nichts hinkommen. Fährt er jetzt einmal durch die ganze Maschine und dann. Genau, fährt jetzt einmal durch, bis hoch durch den Ofen, kommt dann anschließend rein aus der Kühlzone wieder raus. Wie lange ist er unterwegs? Das ist jetzt eine Stunde 35 fest unterwegs. Kommt dann kein hier raus. Hemd machen würde, alle Winkel wirklich zu treffen. Ja, das Pulver zieht sich zum Glück in sehr viele Ecken rein und viele Winkel. Okay. Bei Nasslack ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Aber die Teile, die du pulverst, die sind jetzt nicht statisch geladen, dass das Pulver angezogen wird oder sowas, ne? Ja, das ist einmal Plus und einmal Minus. Das ist die Masse hier zum Beispiel. Die Pistole ist positiv und dadurch zieht sich das an. Ja. Ja, ja, ja.
lackieren. Aber schon krass, dass, dass dieses Material gleich sich so zusammenzieht, dass es gleich durchsichtig ist. Aber wenn du jetzt mit Farbe lackierst, ist es natürlich deutlich, deutlich schwieriger. Ja, also Fundierungen zum Beispiel sind ungefähr genauso. Es gibt Farben, die sind nicht ganz so deckend. Ne, da hat man ein bisschen ein Problem. Da kommt die Routine einfach rein. Aber es ist alles relativ gleichbleibend. Das Pulver ist relativ gleichbleibend. Ja gut, dann gucken wir uns die mal an, wie die fertig sind, ne? Ja, genau. Komm. Anpassbar? Ja, ist jetzt fertig. Verschlossen das ist, ne? Ja, das macht viel also wenn aus. Also wenn ihr jetzt anfasst, Flo, ne? Weich. Ja, so geht das weich? Ja. Oh, ja, die Schwierigkeit ist ja auch, wenn du... Oder drin, oder? Das Ding hat ja dann auch 220 Grad. Das dauert ja ewig, bis es abkühlt, das Alu. Und das wird dann da runterkühlt, kannst du hier nicht mehr abnehmen. Du musst ja irgendwie dann runternehmen. Das sieht aber schon ganz geil aus. Ja, ja. Ja. Das ist mal wie krass das eigentlich aussieht. Echt hoch, ne? Ja. Krass. Was war denn? Ne, es ist so... So gekotet jetzt so. Nee, der Stern ist schon gut. Die andere Sache, hätten wir das gemacht, das wäre so viel Risiko gewesen und wer weiß, ob das gut geworden wäre. Ja, machen wir Montage, oder? Ja. Wir machen auch TÜV heute noch. Ja, alles. Fertig. Komm weg. Wo ich drauf gespannt bin, ist ablassen bitte. Ja. Also wirklich, wo, ja, wo es dann steht. Der steht ja gleich da, wie er steht, oder? Fleißig Stimmung auch, einfach runterlassen, so. Ja, entweder hopp, aber ja, positiv oder negativ. Das, wenn man das ich mag es ja drin. Mhm. Ich mag es ja, wenn die Räder... Ich mag das lieber, wenn es eher ein Schuss drin ist, als perfekt gerade oder ein Stück zu weit raus. Mein Ding. Ach, sollen wir Auto von drauf fahren? Hä? Auto drauf? Ja, oder? Oder fährst du vor? Ja, ja, okay. Ja, okay. Du musst ja montiert werden jetzt. So, jetzt wird's aber, jetzt wird's wirklich geil. Also die Räder stehen da. Nur guck mal, wie die stehen. Wirklich? Ach, jau. Ja. Genau, dann habt ihr hier diesen Ring gefertigt, ne? Ja, weil der Rohling so ein Trägerring zu klein war. Für genau. Den originalen Deckel, genau, ne? Deckel, genau, als Adapter geil. Sozusagen. Komm, hol mal runter. Die Hinterachse, ich habe die montiert und nicht gesehen. Spannend. Ihr macht das sehr gut, weil guck mal, du hast tausend. Boah. Ja, das ist ja. Boah! Ja, das sieht gut aus. Ach, guck mal, von hier. Alter, das Ganze lässt sich jetzt nochmal steigern. Das ist nur der Deckel, ne? Ja. Nee, krass. Das sieht gut aus. Ey, das sieht schon geil aus, nur am Boden. Jetzt guck dir mal auf die Felgen, guck mal auf das Auto. Das ist krass. Guck mal aufs Auto. Flo, das sieht gleich aus wie komplett vom anderen Stern, das Teil. Ja, das ist wirklich, das ist krass jetzt, dieses. Ey, das wird geil. Auch diese 22 Zoll Kombi. Und guck dir das mal an. Flo, guck mal, was ist das denn? Dank. Was ist das denn? Nein. Ist das mein Auto? Ist der Mi? Ist der Mi? Aber du hast recht. Was das Pferdchen? Ja. Was das Pferdchen? Geil. Krassester Felgenkick, den ich seit sehr langer Zeit hatte. Guck das mal an. Legal. Ich komme halt nicht zurecht. Ja komm, lass mal halt fliegen, den Kollegen. Das müssen wir aber auch machen. Die gute Laune muss bleiben. So. Das muss jetzt. Aber links rechts irgendwas nehmen, das ist alles vom ET-mäßig muss das alles sitzen. Vorderachse kickt schon. Titanverschraubung. Ach ja, stimmt. Ja. Mit Titanmuttern, das ist also nichts Gedrücktes irgendwo industriell, das wird alles maschinell hergestellt. Und Radschrauben, die liegen da drüben. Titanverschraubung für die Felgen, die Sterne. Und. Boah. Hand auf. Geil, ne? Ey, ist es nicht verrückt, was Felgen ausmachen? Das Teil am Auto. Jedes Mal. Ohne Felgen. Ist das nur, weil wir das so sehen? Ja, wir Verrückten sehen das so. Der Normalo nicht. Wir machen mal eine ernste Frage. Ich drehe gerade voll durch, ne? Felgen wunderschön und so. Und dann denke ich mir, das ist doch das Teil am Auto. Aber denkt jeder,
wenn ich jetzt, ich gehe jetzt in Hellweg Baumarkt. Ne? Tante Erna muss sich gerade ein Brett holen, um ihre Blumenvase auf dem Balkon zu montieren. Ich frag sie, wird die das auch sagen? Nein. Vielleicht nur so, oh, schick. Wobei ich merke schon manchmal, dass die Leute, die gucken schon hin, wenn das irgendwie schön ist. Das ist wie eine schöne Uhr, oder? Ja, also man merkt ja schon, dass da so manchmal auf dem Baumarktpark, dass die Leute gucken. Also ich finde schon, aber nicht alle. Euphorität. Die haben dann gar kein Auge für oder das für die Auto. Aber in der Regel, du merkst schon, dass da was passiert. Ich finde, das ist wie ein Diamant. Also das ist so, das übertrumpft das Auto. Also jetzt gerade, die ganzen Wochen, die ich in Gefahr bin, war immer dieses Auto und der Sound und V12 und Sound und Schalten und Sound und coole Sitze und Sound. Jetzt sehe ich das hier und denke mir so, boah. Und auf einmal gleich, wenn das Rad aufs Auto kommt, und dann ist das Auto nicht mehr so da, sondern... Das stimmt, es dominiert dann so das glänzende Rad, das ganze Ding. Das stimmt. Aber es gibt ja auch, glaube ich, nichts, was du so tauschen kannst, was so eine Veränderung am Auto ausmacht. Gut, Tieferlegung. Farbe. Ja, genau, Farbe, ja, Tieferlegung, Räder. Das ist A und O. Aber Tieferlegung, finde ich, ist nicht so... Doch. Ich glaube, ein hohes Auto mit guten Felgen... Nein, schlimmer als original. Was? Hier. Das sage ich doch auch ständig. Was? Nein, hier. Ich würde eher... Das Erste, was du machst, ist immer runter. Und dann kommen die Räder. Weißt du, wie oft ich das habe? Die wollen dann... Tieferlegung, ich bin aus dem Alter raus. Nee. Das gibt's oft. Hm? Das funktioniert nicht. Sag ich, hier, es wird schlimmer als vorher. Flacher Gummi, breites Rad, steht bündig. Das sieht so scheiße aus. Sieht aus wie du mit deinem Fuß. Egal, wer das war vorher, die kommen alle wieder. Ja. Die kommen alle wieder und montieren... Federn, Farbe, und das reicht so ja schon aus. 30 mm. Ja, das ist richtig, richtig, richtig krass. Genauso wie 5 mm Scheibe so viel ausmacht manchmal. Ja. Also das ist ganz wichtig. Okay. Tieferlegung, Räder. Kombination. So, auf. Attacke. Grüß dich. Hi. Also es ist lange her, dass es mir zu lange dauert. sollen wir erst alle runter oder sollen wir erst einen so... Komm, ich mach das jetzt einfach. Deckel. Kannst schon mal dran stecken. Deckel. Pass auf. Auch so, ja? Okay. Ready? Plus 1000 Euro. Ja. So, guck mal. Sitzt wie eine Eins. Also, ja, kann ich nicht erklären gerade. Die Nuss, ne? Wie so ein Latexanzug. Ja. Drauf mal? Ja. Nee, passt, haben wir schon. Wir haben so viel Platz zum Dämpfer. Geil. Boah, das ist geil. Das ist echt geil. Ja, was willst du denn größer auch fahren, ne? Also, das ist schon richtig gut. Dieser Deckel mit dem Silber und Gelb und alles, schön, das ist so geil. Vorne musst du. Hast du das mal angucken von weiter weg? Das ist richtig gut. So eine Schraube. Puh. Der kommt hoffentlich ganz schön rein. Aber der zieht dich doch gut. Das hätte ich nicht gedacht. Also richtig gut. Michelin, das ist einfach. Das ist einfach das Geilste, was es gibt. Oder? Schon viel, gell? Schon viel. Schrauben auch dazu, ne? Ich wollte gerade sagen, Schrauben sehen auch richtig geil aus. Das macht mir gerade richtig Freude. Ja. Echt geil. Richtig, richtig, richtig geil. Richtig gute Schrauben. Gute Wahl mit dem... Aber ist es nicht verrückt auf dem Boden gerade, ne? Das sind ja 3,35, oder? 3,25, genau. 22. Auf dem Boden sagst du, Gigant. Und jetzt so am Auto, passt's wieder. Kleiner wäre doof. Ja, wobei, weißt du, was auch geil wird? Ich meine, ist zwar tief, aber die Ansicht, wenn du von hinten das ganze Auto siehst, das wird richtig breit. Das wird richtig breit. Fahr. Habt ihr das Werkzeug? Ja, wenn der abgelassen ist, das ist richtig gut. Hier auf Also auch Abstand zum Dämpfer ist schön. Ja, es steht schon ein Spack. Was hast du, Markus? Ja, im Moment, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es war mit dem Rad. Wir haben es ja ausgemessen, Horn. Ja, das ist aber dünnes Blech, das kann man mit einer... Der Blechschere ausschneiden. Ja, Nagelschere, Blechschere. Das muss funktionieren. Im Notfall muss es passieren. Dann diskutiere ich gar nicht. Ich fällt noch nicht runter.
Flo, komm mal her, komm mal von hier. Alter, lecko funny, Alter. Guck mal bitte da hinten. Puh. Das ist einfach ein geiles Design für das Auto, muss man sagen. Ja, der Grundstand ist die Ausgabe. Geht los? Jo. Oh, nicht so hektisch. Jetzt läuft doch nicht weg. Ja, ich hab Angst. Das geht. Erstmal nachziehen. Spannungsbogen aufbauen. Mach es. Ja, na wollo. Das war's. Das Fahrwerk mal runterdrehen. Ja, ist ja geliftet gerade noch. Das passt immer. Mal raus jetzt. Wirklich runter. Der kann auch runter, ne? Oder mal rausfahren, erstmal eine Runde drehen. Also erstmal entspannen, die Alter. Erstmal. Wir ziehen erstmal nach, komm ich hinten mal. Ist das eine Position? Ja, das war ja. Jetzt fahren wir erstmal kurz raus. Wobei. Der Wagen war bullentief hinten. Ja, brutal. Aber war das mal, wenn der raus war, vielleicht mal eine Runde drehen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Fährst du raus? Ja, kann ich machen. Das ist drin. Ja. Boah. Hier, krass. Der Reifen ist sogar vom Durchmesser etwas größer als der See. Also gefühlt jetzt. Arm jetzt gerade vorne raus. Oder ja. Okay. Genau. Geht, ne? Jo. Okay. Das ganze Heck wirkt komplett anders. Ein ganz anderes Auto. Ja. Ah, geht schon, perfekt. Der macht den runter jetzt. Ja, ist schon unten. Woher war die jetzt wieder nochmal? Boah. Boah. Fahr mal rauf runter die Straße. Ja. Wir fast einen neuen Job suchen mit den Rädern, ne? Ey, jetzt ist das. Ich finde, jetzt hat das so richtig Supercar-Style. Voll. Ja. Alter. Geisteskrank. Das sieht irgendwie nicht ganz normal aus. Wie, das Auto war vorher auch schön, aber das ist ja jetzt einfach ein anderes. Ich habe einfach gerade ein anderes Auto bekommen. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn tiefer legen würde. Würdet ihr sagen, noch tiefer? Beim Fahren nein. Nein, ne? Nein. Ich würde auch sagen, es kann so bleiben. Nein. Flo, sag mal was. Ich find's richtig gut. Ich find's nicht zu prollig. Ich find das richtig, richtig gut. Ich find's auch nicht zu prollig, aber es ist prollig. Ja, das Auto insgesamt, die Felgen an sich nicht. Ich finde aber auch seine Haare zu dem Auto ziemlich stark gerade. Der Zopf kommt ziemlich hart in dem Ding. Das ist, als wäre es seins. Ja, voll. Oliver Stolz, das stimmt. Ich finde es wirklich zu gut, dass ich es gerade glauben kann. So gut finde ich es. Aber es ist leise, der Wagen. Der Wagen ist leise. Aber wir wollen ja auch legal bleiben. Aber ich finde es so okay. Weil er könnte schon lauter sein. Also, Leute. Hui. Alter, das ist mein Auto. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Geisteskrank. Echt jetzt? Aber aussteigen, das ist sehr tief. Nein, das sieht aus, du kannst es dir nicht vorstellen.
Aber krass, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, der steht jetzt, Bruder, aber super auch trotzdem. Er ist ja trotzdem immer noch tiefer als seitlich jetzt hier. Das ist schon. Aber willst du nochmal weiter runter machen oder? Nee. Lässt es so? Nee, beim Fahren. Beim Fahren ist auch super. Nee, beim Fahren ist es top. Fährt krass. Fährt wahnsinnig geil. Mit den Reifen bin ich euch mal gespannt. Also ich bin jetzt nur mal oben im Kreis, mal zweimal hin und her. Super, ne? Super. Also richtig gut. Was ein Unterschied, Mann. Aber ich muss aber sagen, was das am besten ist. Dein Zopf, wenn du vorbeifährst. So. Echt? Ja, du siehst schon sehr authentisch aus. Ja. Das ist schon. Das da waren wir uns einig. Aber hier, da steht ja. Also Felgenhorn bündig, genau richtig. Ja, ja. Und es geht vorbei. Also es ist, wir müssen vielleicht nochmal verschränken für alle, wenn du mal gucken jetzt. Gell? Das machen wir jetzt nochmal. Aber es war gar nichts. Also hat super funktioniert. Nee, verschränken. Machen wir auf jeden Fall nochmal gucken, wo er steht. Wir verschränken nochmal. Vorn? Vorn. Danke sehr. Ich habe mich auch zu bedanken. Ich danke dir. Vielen Dank. Ein Fest. Also wirklich ein ganz, ganz anderes Auto. Und wir beide fahren jetzt los und gucken, wie es jetzt anders fahren wird. Weil es muss anders es fahren. Wird anders fahren. Auflagefläche, Querschnitt. Das Auto war ja immer noch beim Beschleunigen. Das Fahrwerk hat zwar alles gegeben, aber beim Beschleunigen immer noch so eine Eierbirne. Weißt du? Das hast du ja auch beim Bach. Ja, sehr. Ja gut, der Gummi hinten, das war so, der walkt ja das. Genau. Ja gut, das Auto ist schwer, dann taucht er ein und dann... Irgendwas gibt nach. Genau, irgendwas gibt nach. Das war der Reifen. Also wirklich Punktlandung, würde ich sagen. Gratulation. Bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Fahren wir los? Ja, komm. Los geht's. Klima bitte, schnell, danke. 28 Grad, Lenkerheizung. Also. Bin ich gespannt. Vom Lenken her ist es identisch, also gar nicht so viel, also jetzt beim langsamen Fahren. Ich glaube, dynamisch fahren wird anders. Ja. Ich glaube, beschleunigen wird anders. Das ist eines der wenigen Autos, das beim Gasgeben unangenehm war. Von wie viel Auflagefläche auf wie viel Auflagefläche sind wir jetzt hinten? Ich glaube, von 285 auf 295 auf 335. Na gut, das ist schon. Aber in Kombination mit, wenn du Gas gibst, Auto lehnt sich drauf und das ist, kann so machen, auf so, Gas geben, Reifen macht so und kann halt kaum noch so Rechts- und Linksbewegungen machen, weißt du? Krass. Da dreht nichts mehr durch. Das ist schon mal geil. Weil vorher... Das Kurvending wird mich interessieren. Weil guck mal. Krass. Uiuiui. Weil vorher hast du das gemacht und da war immer durchdrehende Räder, es war immer so ein schwammiges Gefühl. Jetzt kannst du aus der 1, aus 30, kannst du das Gas geben. Das ist der Huckel jetzt. Ja, ja, aber der fängt ja gar nicht im ersten Moment an, dieses wilde Durchdrehen zu machen. Wir sind in der gleichen Höhe, ne? Aber der Wagen fühlt sich tiefer an. Okay. Wenn der Roomstar-Fahrer schon einen Daumen gibt, dann hat das was zu bedeuten. Also, Kurve. Also es ist genauso, ja, wie man sich das vorstellt. So wie wenn man einen Golf 4 mit Originalbereifung, nicht Alu-Paket, also mit Stahlrädern, umrüstet auf einen 8,5x18 Radsatz. Du hast halt einfach. Ui. Baustelle, wir fahren jetzt hier so 80 und pass auf, und wir machen einen Spurwechsel. Das ging vorher nicht. Nee, okay, das wird richtig gut. Das werden wir uns mal im Detail angucken. Ah, komm, wir können nochmal schneller fahren jetzt. Wir fahren nochmal schneller.
mein Auto. Mach ich einfach so, mach ich einfach Musik, oder? Ich mach einfach so, wenn's laut ist, bereit, mach ich einfach so. Was? Mach einfach so. Bis gleich. Tschüss.